viele von denen, die das Buch sich geholt haben, haben sich bei uns gemeldet und wollten zu gewissen Bildern wissen, wie die entstanden sind oder warum die hier drin sind. Deshalb ist unser Vorschlag, wir gehen das Ganze mal im Schnelldurchgang durch und erläutern die eine oder andere Situation. Erster gegen Vortarix. Cleaner Laden, ne? Oder? Im Verhältnis zu den anderen, die wir gewesen sind. Ja, super. Es gibt da in Buenos Aires diese schönen alten Theater, die sich super eignen, um da zu spielen. Und jetzt, dieses Jahr haben wir ja eine richtige Tour durch diese Läden gemacht. Und es ist jedes Mal ein Erlebnis. Check out the pussy on page 57. The pussy on the pussy on 57, check it out. 57, you say. Check it out. Okay, that's it. There we go. Oh, look at that. Oh, that's your favorite. Yeah, that's it. The most we got it's on the tour. Two pussies. Have a look at it, but there's a close-up. Oh, well, I missed that one. That's a better one. That's a much better one. Sexy moment. Ein trauriger Moment. Es gibt auch traurige Momente in diesem Buch. Das war in Hannover. An dem Tag wurde der Abstieg von Fortuna Düsseldorf besiegelt. Da sieht es noch gut aus, aber danach sah es eher so aus. Ich kann mir auch mal vorstellen, dieses Drama. Ja, Fortuna war. Das finde ich übrigens ein sehr schönes Porträt von einem HSV-Fan. Aber dieser Tag war nicht gut. Der Krach der Republik-Tour, da sind jede Menge Bilder dabei und Momente, die einfach, wenn man sie wieder sieht, kommt das alles wieder hoch, was da los war. Und da war eine Menge los. Es hat riesen Spaß gemacht, die Tour. Und das ist sehr gut hier dokumentiert. Hier zum Beispiel in Kassel hat uns Hannes Wader besucht und war mit uns auf der Bühne. Großer Moment. Und Köln durfte natürlich auch nicht fehlen. Garderobe vom 1. FC Köln. Biolek, Bad Religion schauen vorbei. War ein guter Abend. Im Kölner Stadion. Ich würde mal sagen, auswärts sieht. Von hier aus sieht es so aus, als hätte Wom eine Taube aufs Hemd geschissen. Ja, fucking shit pigeons. Diese Kölner Tauben. Crap to life, ne? Eigentlich so Rheinmöwen-Style. Was er wohl die hatte. Also wenn man sich das überlegt, ne, dass jedes einzelne Licht ja mit einer kleinen Taschenlampe organisiert wurde. Also alleine hier kannst du sehen, dass wir mindestens 300 Taschenlampen-Mitarbeiter haben, die immer in entscheidendem Moment im Takt an- und ausmachen müssen. Das ist schon krass. Fand ich auch ganz gut, das ist Argentinien, ne? Nein, das ist Düsseldorf. Echt? Definitiv. Das ist aber schade. Wovon ich wollte schon sagen, hier sieht man, das ist Südamerika pur. Der erste Gegner. Aber da sind sehr viele Argentinier im Publikum. Von Buenos Aires. Spürt den Geruch von Buenos Aires. Das war ein Straßenkonzert und da habe ich Campi nach der Flasche Wein, die er getrunken hat, dazu überredet, einen Song mit zu performen. Das wiederum fand er so gut, dass er kurz danach den Rest der Band überredet hat, zu einem Straßenkonzert an der Ecke, was für mich einer der großartigsten Toten Hosen Momente ever war. Nämlich mitten, wie heißt der Platz ganz genau? Mitten in San Telmo. Mitten in San Telmo haben die einfach Boxen da aufgebaut. Da siehst du. Da ist es. Hier. Und haben Fotos. Und haben dann da gespielt. So macht man das. Keinerlei Erlaubnis, keinerlei Polizei kam je. Die Story ist auch gut. Genau, das ist der Blind Drummer, that's your story. Very good. My story. Yeah, this guy was, I think, two shows before, he actually stage dived and he's blind. And on the street concert, Campy got him up. Hey, which song do you want to sing? Oh, I want to play drums. He comes up and plays Blitzkrieg Bop, absolutely perfect. Amazing guy. Yeah, he's my hero. Rockaway Beach. Rockaway Beach, sorry, yeah, Rockaway Beach. But he played it perfect anyway. He played much better than me. It sounds funny when we play it with you. I knew I was doing something wrong. Warte mal, wir hatten Glück, weil es war ein tierisch heißer Tag. Und dann sind wir von der Bühne runter und ungefähr beim letzten Lied. Der Regen kam bei You Never Walk Alone, ein Platzregen, sondergleichen. Also genau beim letzten Lied. Wir hatten echt Glück. Danach für die Leute war es echt hart. Was hat geschüttet und vor allen Dingen auch Blitzeinschläge. Mit mehrfache, drei Blitzeinschläge. Aber wurden echt auch verletzt. Wir hatten aber Glück, dass es nicht während des Konzerts war. Es war aber trotzdem auf dem neuen Gelände. War ich glaube, niemand hat sich über das Gelände beschwert. Ne? War klasse, muss man sagen. Und ja, was das Wetter angeht, ich glaube, vor uns haben Fanta 4 gespielt. Und nicht, dass man den Kollegen was Schlechtes wünscht. Aber da hat es auch zwischendurch schon mal so einen Wolkenbruch gegeben, der war einfach gemein. Das war aber woanders. Das war bei Nova Rock in Österreich.
Nova Rock. Stimmt. Hauptsache es hat geregnet. Bei Fanta 4. Ey, nee, das wünschst du dem schlimmsten Konkurrenten nicht. Und das sind ja gute Freunde. Ne? Kann man ja sagen. Ey, kann man sagen, ich hab keine Kollegen. Oh Gott. Das erinnert mich an diese Story da in der Schweiz. Diesmal war es die Schweiz. Im Gebirge haben wir da gespielt. Ja. Weißt du das Festival noch? Da gab es auch einen Greenfield. Sturm. Greenfield. Winterlack. Greenfield. Über Nacht. Und das hat so gestürmt, dass ein Typ, der nachts aufs Klo musste, im Dixi-Klo vom Wind über den Platz geweht wurde. Und es war der dritte Tag des Festivals. Mehr muss ich doch dazu nicht sagen, oder? Und die Klos wurden nicht zwischendurch geleert. Und das Klo blieb auf der Tür liegen. Genau, er konnte also das Klo nicht verlassen. Und alles, was ich weiß, ist, dass die Feuerwehr nachher kommen musste und der Typ ist eingeliefert worden ins Krankenhaus. Ja. Das haben wir aber leider nicht in den Buch, ist das doofe. Leider, wo warst du? Da war Paul nicht dabei. Aber auf jeden Fall, wenn es stürmt, nicht auf ein Dixi-Klo gehen auf so ein Festival. Auf keinen Fall. Gut, und dann war noch der krönende, wir dachten, das wäre der krönende Abschluss, gab ja dann nachher noch das spontan organisierte Konzert in Wien. Aber unser Höhepunkt war eigentlich die Show in Leipzig auf der Festwiese. Paul, mal wieder mit allem Sachverstand die Atmosphäre vor dem Konzert genial eingefangen. So sieht Vorfreude aus, schau mal. Weiti, wie er sich freut, dass er gleich auf die Bühne geht. Das hat was mit Konzentration zu tun. Das kennst du nicht. Nee, ich sehe ja so. Wolltest du auch mal probieren? Nee, ich sehe ja so aus. Ach ja, das war auch nochmal schön. Zwei Sachen. Einmal am Fans diese Sache mit den Schildern organisiert, was wir super fanden. Refugees welcome, das passte in dem Moment perfekt. Und zum anderen hat uns unser alter Schlagzeuger Wölli nochmal besucht, kam auf die Bühne. Und ich glaube, das war für uns genauso wie für die Leute der emotionale Hochpunkt an dem Abend, definitiv. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest von hier aus. Wir sind extra nach München gefahren, um jetzt über den Christkindlmarkt zu latschen. Wir haben zu spät erfahren, dass der eigentlich in Nürnberg ist. Nächstes Mal könnt ihr uns auch warnen.